Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge Need for Speed World. Wieder in unserem Dreierpack Björn, Daniel und ich. Was haben wir gemacht? Genau, die Autos auf B-Klasse hochgehoben. Unsere neuen Autos, ich glaube, haben wir die schon mal Let's Play, die neuen Autos? Nee, gell? Ich glaube nicht. Nee, ist komplett Neuland. Okay, Björn und ich fahren Focus. Und Daniel, diesen komischen, wie heißt der, Exige. Genau. Exige. Lotus Exige. Fahren jetzt Klasse B, also mit ein bisschen stärkeren Gegnern. Ist auch ein bisschen lustiger und Unfähigkeit macht sich deutlich breit. Ja, guck doch mal, was gegen was für Autos, Ford GT, na toll. Ja, ist noch ein Exige dabei. Könnte interessant werden. 599. Krass, 600. Exakt geschafft. Ja. So, los geht's. Schauen wir mal. Strecke ist ein bisschen assig. Bitte nicht hinten starten. Bitte nicht hinten. Nicht hinten starten. Ja, ich werde eh wieder Letzter, von daher spielt's doch keine Rolle. Oh, Daniel, beste Startposition, ist ja schrecklich, ja? Oh, wieder mal den Start verkackt. Das ist hier nicht so wichtig. Danke. Ich bin nicht Letzter. Ja, weil du mich gerammt hast. Echt, du warst das? Ja. Ich bin gefragt, wer der andere Fokus hat. Naja. Danke! Na super, ey. Dich hat sich sehr gelohnt. Ah, abwarten. Ey, cool. Nein! Oh Mann, auch noch gerade auf dem engsten Teil der Strecke, ey. Ja, deswegen, ja. Gleich kracht's irgendwo, ich weiß es jetzt schon. Jo, und nochmal ein. Und nochmal ein, wie geil. Au. Die müssten sich irgendwie so multiplizieren oder sowas, das wäre richtig witzig. Ja. Ey, wie krass das ist, die steuern echt extrem auf einen zu. Oh. Ja, egal ob Verkehr einen Magnet hat oder nicht. Oh. Du hast voll Tunnelblick bei der Strecke. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hier auf der langen Geraden, wo die vielen Bäume sind, die Allee. Du meinst die Kurve. Ja. Boah, voll die Kurve verkackt. Der Exige ist gar nicht so toll, muss ich sagen. Ich hab den gerade mal locker flockig überholt. Ich könnte ja mal sagen, wer erster ist. Na, super. Wenn ich es jetzt nicht noch verkacke. Ja, genau. Ich hoffe, er trifft nein. Dich. Nein! Au. Au. Hat sich's gelohnt, den Reizemann, ja? Einer zumindest mal, ja. Freut mich. Huh, war das knapp. Jo, nochmal. Ich sag mal. Wo habt ihr die ganzen Verkehrsmagneten her? Ich hab vorhin 10 Stück gekriegt und dachte mir, das nutze ich. Ich hab, 9. Ah. Ich habe. Ich bin immer noch Letzter. Also so ein leichtes Rennen hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Schongang. Ich bin Zweiter geworden, ich will es nur mal anmerken. Und auf YouTube ist das Foto, finde ich, zu bestaunen. Mit dem Opel GT. War reines Glück, weil er ein Auto gerannt, mit dem Opel GT, den will ich auch. Ist das nicht Opel GT? Ford, oder? Ford GT, Entschuldigung. Ja, ja, Gott, das Gleiche. Also da sind ja sogar zwei dabei. Ja. Okay. Ja, der eine ist Klasse A. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum der Exige so übelst verloren hat. Wie viel ist denn der geworden? Der Totra Klatschi. Vorletzter. Totra Klatschi. Steht da. Heißt der wohl Totra Klatschi? Oh, der ist sogar World Racer. Also, was ist denn World Racer? Also, dass er schon 250 Rennen gefahren hat. Das weiß der Daniel, weil der Daniel ja eh nur am Zocken ist. Richtig. Seid gut, nicht immer das so böse zu mir. Oh ja, hallo, wenn man sonst nichts zu tun hat, als anderthalb Stunden lang sein Auto zu nur. Ja, gut, das musst du aber zugehen, das ist Daniels Krankheit, diese Aussehens- und Designgeschichte. Das haben wir halt. Das zieht sich so durch. Ich war bei Path of Exile ja nur froh, dass man die Charaktere nicht anpassen kann am Anfang. Das stimmt. Sonst wäre das nicht ausgeartet. Oh, der M3 hier könnte eine harte Nuss werden. Ich ist alles hier eine harte Nuss. Ich wollte gerade sagen. Nein, wirklich, der ist gut. Das ist erst mein zweites Rennen mit dem B-Klasse-Auto, ja. Und,
hat schon wieder den Start verkackt. Willkommen im Club. Ey! Du sollst nicht knubben. Ich knubbe nicht. Du hast es doch mit mir auch gemacht. Ach Quatsch, ich hab gar nicht dich geknubbt. Nein. Doch, okay. Ey, sag mal, warum bleibst du einfach stehen? Das Auto hat das gewollt. Nein, ich bin letzter! Jetzt nicht mehr. Au. Ich muss unbedingt die Grafik runterstellen. So, nimm ihn. Schaden. Oh, das war gut gedacht. Na. Das ist so lustig. Könnt ihr das lassen? Nein. Oh, zwei Verkehrsmagnete, heldenhaft. Das kann lustig werden. Das kann wirklich lustig werden jetzt. Oh. Du wirbelst hier die Autos durch die Gegend. Das war so gut. Ey, hey. Sag mal. Das gibt's doch nicht, die überholen mich alle. Ey. Ich hab dich nicht gerammt, das war ganz leicht berührt. Naja. Genau, um den Vorschlag kommen. Mit Schwergewicht dann. Genau. Ich hab kein Schwergewicht. Wow. Jo, wahrscheinlich. Wer hat mich da gerammt? Ich nicht. Hier fliegen die Autos durch die Gegend, das ist das nicht. Alter, wie viele Autos hier rumfahren. Ja, das ist so geil bei der Strecke. Nee, das ist für mich absoluter Hass. Naja, wenn's ruckelt, Ja, bei mir ruckelt's aber auch, ich muss die Grafik runterstellen. Ich glaube, ich habe da irgendwie 8-fach AA an, das schafft er nicht. Ja, genau. Kann gar kein, gar nicht mehr so die Grafik runterstellen, muss ich sagen. Ich weiß, wer letzter wird. Ich bin nicht letzter! Oh mein Gott! Hey! Wunder gibt es in Daniel, vom ersten auf den letzten, das ist doch mal... Ne? Das hat was. Ich will nochmal. Ja, ist ja kein Thema. Ja, da muss ich vielleicht auch... Verdammt! Das war aber echt... Oh Mann. Wie hast du das geschafft, Daniel? Bist du irgendwo gegen bevor du mich überholt hast, da bin ich vor so einem Fass hängen geblieben, weil ich bin so, hab so Ping-Pong zwischen ein paar Autos durchgemacht und ja, dieses Fass hat mich dann gestoppt. Am Anfang sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber dann habe ich mich auch noch mit dem Typen rumgeknuppt, dann hat er Schwergewicht angeworfen und dann, ja. So, was ist denn Neues gekommen? Danielo, was denn? Ah ja. Imonet? Nein, Junge. Achso, der war ja vorher schon dabei. Noch ein M3. Okay. Ja, aber der war jetzt gar nicht so die Herausforderung, oder? Hab ich das falsch im Kopf? Was denn? Der M3. Also, vorhin war schon einer besser. Als der jetzt. Ah, das Auto sagt ja auch nicht viel über den Fahrer aus. Das stimmt. Vielleicht ist ja irgendeins davon im Joker sein Zweitschar. Bitte. Also, wir haben es immer noch nicht geschafft, den zu enden. Nee. Die Zahlenkombination weiß auch kein Mensch. Obwohl wahrscheinlich jeder das Video schon gesehen hat. Guck Video. dieser Lorino schon wieder. Ah, geil. Jetzt werde ich von beiden M3s geknuppt. Sieht aber gut aus. In die Zange genommen. Ja. Nee. Danke. Bitte. Danke. Sag doch, dass dein Auto kommt. Ja, das weiß ich doch nicht. Der kurzen Distanz. Oh ja. Das könnte interessant werden. Ah, oh, das ist dein Lieblingsspruch, oder? Ja. Hier auch nochmal rein. Das könnte interessant werden. Achtung. Sag mal, wenn der Verkehrsmagnet vorbei ist. Genau. Wow, au! Ah. War der gut, ja. Der war... Das hat wirklich einen Frontal-Crash gegeben. Ja, ich bin letzte. Ja. Wir nehmen hier alles auseinander, die drei da vor mir.
Oh, nochmal. Ja, au. Ah. Das war ich nicht. Au. Ungefähr abgeschätzt, wie lange es dauert, bis er weg ist. Scheiße. Nein, nein! Wow. Ey, hier wird echt alles auseinandergenommen. Das ist echt. Ja. Das ist so geil. Am besten ist die Allee hier, finde ich. Martin, bist du überhaupt noch da? Ja. Also auf der Karte wahrscheinlich nicht mehr. Nee, ich sehe dich gar nicht. Hey. Daniel. Ja, ich mache überhaupt nichts. Na super, weißt du, ey. Krieg die ganze Zeit die Autos in den Weg geworfen. Da, wie du weißt. Aua. Oh. Au! Ey, ich hab dir einen kleinen. Arme Heckspoiler. Jo. Und Fokus. Hier komme ich mal rüber. Der Mazda ist richtig schön geflogen. Verkehrsmagnet voraus. Hab ich auch rausgehauen. Aber Martin, wie fährst du denn? Das ruckelt wie sauer, das ist voll das Problem. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir immer geht. Da hast du echt so arge Schwierigkeiten, das im Gegenlenken nochmal zu timen. Ja. Juhu! Krass. Schon wieder nicht letzter. Ey, ich bin sogar vierter. Krass. So weit kommt's gerade noch. Oh, 3,5 Sekunden nochmal hinter dem vorletzten. Eine Fahrt geht noch, würde ich sagen. Okay. Verkehrsmagnet, 3-mal, na also. Ich habe nur bereit gekriegt. Bereit braucht keiner. 3-mal Nitro. Ja, ich weiß, ich muss das mal raustun. Bereit? Ja. Das setzt doch nur alle anderen zurück, oder? Ja. Okay. Das bringt mir nur herzlich wenig, da ich sowieso nur 5 Stück oder sowas, wenn überhaupt, von jedem hab. Ja, geht mir genauso. Das heißt, ich kann die eh nicht rausballern. Muss mal wieder Trackrennen fahren. Paradase 2. Welchem Auto, frage ich. Und eine bessere Variante von Daniels Auto. Ja, eine viel, viel bessere Variante. Oh, 600, oh, vor allen Dingen, ey, der Topspeed. Guck dir das mal an. Ja, nicht schlecht. Echt krass. Ja, wir haben schon unseren Gewinner. Der hat 649, der hat nochmal, hat der krass viel mehr Handling. Der fährt dann aus der Kurve auch wieder raus, oder was? So ungefähr, ja. So, Jungs. Es wird Zeit, dass ich nochmal eins gewinne. Auf, dass ich den Start wieder verkacke. Jo, erfolgreich geschafft. Und, ey, das ist auch nur ein Knupper, der Pisser. Knuppen, Daniel! Anderen. Da hat sie's Heck verabschiedet. Von wem? Von mir. Von dir? Ja. Das eigentlich passiert jetzt mittlerweile nicht unbedingt so ein Fronttriebler-Problem. Jetzt auch schnell mittlerweile bei dem, muss ich sagen. Hey. Komm, Martin, fahr! Ich zieh! Noch, der ist nämlich direkt hinter dir. Noch, der kann aber kein Auto fahren. Ich seh's grad. Sagt immer einer, dass das kein Mario Land ist, wo alles einsammeln muss. Er hat bestimmt getrunken. Nee, ich glaube, das ist der Joker 2. Mit Sicherheit. Naja, so wie der hier auf die Geraden rumfährt. Wie als wenn er echt besoffen wäre. Oh. Ja, genau. Irgendwo müssen sie doch hin. Sei doch mal ehrlich. Sie müssen weg. Richtig. Braucht mal einen neuen Erfolg. 1000 Power-Ups gezündet. Au, und Daniel 1000 Mal Verkehrsmagnet. Au, oh ja, wahrscheinlich. Kann Flipper spielen. Also ich kann mit dem XC hier locker mithalten. Ich brauche unbedingt mehr Frames, das ist echt schrecklich zu fahren. Wer kommt denn da so nah? Theoretisch ich, aber das hat sich doch gleich wieder erledigt. Ah, Verkehrsmagnet. Sehr gut. Danke, bitte. Au, Taxi. Au, ah, au, ah, au. Manchmal verschwinden die einfach. Jupp. Ja. War sein Glück. Lustig. Ich find das lustig. Boah. Der ist hier echt total krank im Kopf. Der schmeißt mit Autos nach mir. Ach,
geschadet. Das hat trotz Nitro und Katapult nicht mehr gereicht. Verdammt. Ja, ich bin auch erfolgreich letzter. Aber 0,8 Sekunden ist doch schon mal nicht schlecht. Warum hat er dich jetzt gecasht, ne? Jetzt kannst du mehr, gell? Nee, kannst du mehr. Wir danken fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.